Verdammt, ja, genau so. Alcatraz, zurück hierher. Wir geben Ihnen Deckung. Los, los. Kehre zum Terminal zurück. Da hatten wir ja noch mal richtig Glück bei der ganzen Aktion. Das hätte auch tierisch in die Hose gehen können, wie ich so gerne sage. Vor allem, wie der vom Zug weggefetzt wurde, da dieser Kampfläufer, der Seth. Absolut cool sah das aus. Da kann man nicht mosern. Da gibt es nichts zu meckern. Dann soll man das auch nicht. Soll auch nicht meckern, wenn es nichts zu meckern gibt. So. Ich glaube, wir müssen hier hoch und uns ein bisschen auf die erhöhte Position begeben. So, Jungs, was kann ich für euch tun? Aha, ich soll also mit euch die Central Station verteidigen und dann zum Terminal zurückkehren. Kriegen wir hin. Okay, die Aktion war behindert. Und da bin ich auch draufgegangen. Oh mein Gott, das war eine richtige Nubi-Aktion. So eine richtige, so eine richtig schlechte Aktion von mir. Wahrlich. Aber egal. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Zurück hierher. Wir geben Ihnen Deckung. Los, los. Kehre zum Terminal zurück. Aha. Wir müssen ja irgendwie wieder hier hochkommen. Wo sind wir denn eben lang gegangen? Hier rum. Das war eigentlich gar nicht so ein schlechter Weg. Das war nicht verkehrt, denke ich. Und jetzt da hoch nochmal. Und dann ein bisschen besser vorgehen und nicht direkt hier einfach voll drauf los und voll in die Hose gehen und total scheiße agieren. Erstmal den hier wegflatten. So. Jetzt erstmal Energie aufladen. Liegt hier zufällig irgendwas rum? Eine Kiste oder so, die wir gegen die anwenden können, die man auf die werfen könnte. Und diese Statue hier. Ja, leider haben wir keine Muni für die K-Volt. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo auch noch ein Muni-Lager. Zumindest nicht direkt unmittelbar in der Nähe. Hier liegt hier eine Jaw-Rakete. Ach du Scheiße. So, Leute. Dann wollen wir mal auf die altmodische Art vorgehen. So. Die hätten wir auf jeden Fall schon mal eliminiert, die uns eben hier umgenietet haben, was total peinlich war. Koloss. Nein. Nein. Sag mir nicht, dass der Koloss... Ach, das ist so einer. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Riesenkampfläufer. Damit die Sache nämlich echt ungenießbar geworden. Für die K-Vault würde ich gerne Munition finden. Habt ihr da drüben nicht noch was, Jungs? Geh da mal rüber. Hier muss doch irgendwo noch Munition sein. Kann ja nicht sein. Hier, Munitionsnachschub. Ha. Jetzt K-Vault nachladen und dann heizen wir den wieder mit Elektroschocks ein. Diesem Koloss. Fetten Wesen hier, die... Ungenießbaren Alien, hier, nimm das, du Scheißhaufen! Verstärkung ist da, Junge! Der wird gebraten mit Elektroschocks, der Bursch hier. Ja, soll er mal hier. Okay? Bereit zu sterben! Na, es geht doch! Licht! Haha! Von wegen Licht. Also die Koloss sind schon übel. Aber mittlerweile habe ich mich an die ein bisschen gewöhnt. Am Anfang waren die noch auf jeden Fall furchteinflößender, wie man so schön sagt. Kommen wir hier nicht irgendwie anderweitig hoch? Doch, da können wir noch durchrennen. Müssen wir nicht den ganzen Weg wieder hochlatschen. Ach, neue Musik freigeschaltet. Sehr schön. Da hat der Barclay uns wieder was zu sagen. Hier ist Barclay. An alle Teams im Bahnhof. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo-Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre
reguläre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Überlegt und schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Ob das mal so aufgeht, lieber Barclay, wage ich mal zu bezweifeln. Aktiviere zum Chancenausgleich den Panzermodus, wenn der Feind dich zu überrennen droht. Machen wir ja immer gerne. Panzermodus ist sowieso klasse. Ohne den hätten wir hier schon oft ins Gras gebissen. Endstation, Central Station, Terminal New York. 24. August, 21.49 Uhr. Sorry. Verteidige Central Station, finde Colonel Barclay, den Kolonel, den guten alten Barclay. Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig, ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig, lassen Sie ihn durch. Du und deine Niete? Gebe ich dir recht. Meine Güte, ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Was ist mit Ihnen geschehen? Ich habe viel durchgemacht, mein Freund. Colonel Barclay wartet auf Sie, hier entlang. Wird auch Zeit. Hier sieht's aber auch nicht gerade blendend aus. Oh, verdammt. Könnt ihr gar nichts tun. Irgendwas muss es doch geben. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Das ist nicht möglich, Sir. Ihr Scan zeigt eine Infektion der Phase 1. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Mich erschießen? Nein, ich erschieße Sie nicht, Sir. Aber wir haben Quarantäne und Stabilität unter Kontrolle. Und Sie werden nicht böse. Familien werden getrennt. Wegen Infizierung. Seine Frau ist infiziert, er nicht. Seine Frau muss gehen, er nicht. Ob er dagegen halten wird, wohl chancenlos. Bitte stillhalten, Sir. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Die Zellleute. Ich war einer von ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Ja, ich hoffe, das reicht jetzt auch. An Scans und Überprüfungen und was weiß ich, was für ein Gequaddeldaddel. Was diese komischen Typen da, die in ihren Schläuchen rumrennen, mit uns machen wollen. Aha, guten Tag, die Herren. Schön hier im Wartezimmer. Guten Tag, guten Tag. Dunkle Tür, F zum Benutzen. Ich würde gerne eintreten. Ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ah, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hören mir einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorn schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Ich würde mich gerne mal eine Runde hinlegen, wenn ihr nichts dagegen habt. Auf so eine Pritsche oder so. Ich meine, Grendel. Was ist denn die Grendel für eine Knarre? Ich glaube, die habe ich noch nicht ausprobiert, oder? Bin mir nicht sicher. Kann auch gerade hier drinnen nicht rumbolzen. Also die hätten was wohl was dagegen. Aber die Grendel nehmen wir einfach mal mit. Probieren die mal aus. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit.
Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort einen Angriff auf Roosevelt Island vorbereiten. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bring Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen. Sir! Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Na gut. Lassen Sie uns mal hochfahren, Colonel. Das leichte Probleme mit dem Licht, habe ich das Gefühl. Bling, bling. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy Seal, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Gute Frage. Vielleicht weil Hargreaves und Strickland nicht mehr auf der Seite von Lockhart kämpfen, der die Cell in eine Rebellion geführt hat. Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Ja, dann ist die Kacke am Dampfen. Warum bin ich hier? Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen. Und hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Scheiße! Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Alarmstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Wird gemacht, Sir. Okay, jetzt müssen wir uns ein wenig beeilen hier, um den Seth-Angriff zurückschlagen. Ich schlage den auf die Fresse, ein paar auf die Kauleiste gibt's hier. Bleihaltige Munition, wenn ich doch überhaupt mal den Weg finden würde. Denn ich weiß gar nicht, wie geht's hier raus, wo geht's hier lang? Bin ich überhaupt richtig? Bin ich hier korrekt am Gehen oder werden wir gerade schon überrannt, während ich noch den Weg suche? Diese und weitere Fragen stelle ich mir gerade. Ey, hallo. Ja, Leute, ihr sagt schnell, schnell, aber wo geht's denn hier lang, Mann? Ist doch kein Weg. Was war das jetzt mal in die Luft, ja? Vielleicht hier hoch nochmal, wo lang zum Teufel? Aha. Kurz mal nachladen nochmal. Ich hoffe, wir finden jetzt hier gleich noch ein bisschen Munition. Ich bin jetzt natürlich wahrscheinlich wieder am Ehrlicher vorbeigelatscht. Ach, ziehe ich hier an so einem Karren da unten. Ein Ding fest. Lass uns mal weitergehen, Junge. Was haben wir denn hier so? Gute K-Boy, die ist natürlich echt super immer. Na komm schon! So, das hat ihm auf jeden Fall den Rest gegeben. Okay, bevor wir jetzt hier extrem viel Munition verschwenden, einmal in den Panzermodus und hier das MG nehmen am besten. Boah, wie viele sind das? Kurz entfernen und... Fuck! Scheiße! Nein! Panzerung! Wow! Ist er tot? Ist er tot? Er ist tot. Für dich habe ich das hier.
Wenn das nicht reicht, kriegst du die noch hier. So. Das ging ja gerade noch mal gut. Das war ja haarscharf. Dann nehmen wir jetzt mal die Grendel und testen, wie die im Einsatz ist. Gute Durchschlagskraft. Auf jeden Fall noch mal effizienter als die Ska. Und was ist hier mit deinen Nanokatalysatoren, wo du schon da so komisch hängst? So, hier, Nanokatalysatoren lassen wir mitgehen. So, sind die draufgegangen jetzt, die beiden da vorne? Diese Munitionsnachschub wäre echt nicht zu verachten. Hätte ich nichts gegen gerade. Ich soll die Position hier verteidigen, aber die haben nichts an Munition hier vorbereitet. Mal den Visor öffnen, vielleicht entdecke ich dann, was da vorne ist, Munition. Ach du Kacke. Nee, ne? Nee, ne? Das ist doch nicht der ihr Ernst jetzt. Pam. Ich muss irgendwie darüber zu der Munition kommen. Gelangen. Irgendwie. Scheiße! Ach du Kacke, ey. Natürlich jetzt gegen so mega Vieh, so einen Alien-Panzer zu gewinnen, ist natürlich auch kein Zuckerschlecken.